Herzlich willkommen zum Kurztag «So oder so», heute zum Thema Wahlen. Nachdem die Grüne Partei bei verschiedenen kantonalen Wahlen verloren hat, sind sich viele Grüne untereinander nicht mehr grün. Zu der Stimmungslage in der Partei begrüße ich jetzt zwei Gesprächsgäste. Der Herr Bastien Giraud, Ständeratskandidat aus dem umweltwissenschaftlichen Flügel. Grüß dich miteinander. Der Herr Werner Sommerhalder, ein einfaches Parteimitglied. Also ich habe mich nie aktiv um eine Mitgliedschaft bemüht. Der Parteiausweis ist dann plötzlich einfach so in meinen Briefkasten hineingefallen. Jawohl. Und in der Partei gehören Sie zum? Ovolacto-fruktarischen Flügel. Wir tun bei Vollmond nur die rechtsdrehenden. Danke vielmals. Herr Giraud, die grünen Themen ziehen bei den Wählern nicht mehr so. Trotzdem hat Ihre Partei mit Ihnen einen Umweltwissenschaftler als Ständeratskandidat nominiert. Ja, das ist richtig. Und für das Vertrauen bedanke ich mich hier auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Stichwort Kolleginnen. Hätten gerade die Grünen für das Amt nicht gescheiter eine Frau nominiert? Ja, ich trete ja auch nicht allein an, sondern im Team Giraud. Und da drin ist auch meine Frau paritätisch vertreten. Das ist jetzt so ein Macho-Spruch. Excuse, Herr Sommerhalder. Wie stehen Sie aus dem Ovolacto-Flügel zu dieser Genderfrage? Also, wir wollen den Frauen ein artgerechtes Leben ermöglichen. Genauso wie auch am Obst, den Nüssen, den Sämli und den Bäumen. Aber wir sind gegen das aggressive Nominationsverfahren. Wir wollen ja die Frauen nicht aus ihrem Umfeld raus entwurzeln, sondern wir wollen nur Frauen wählen, wo eben freiwillig in ein Amt hineinwachsen wollen. Ja, was er sagen will, ist, dass wir Grünen die Chancengleichheit schon so verinnerlicht haben, dass sogar wir Männer ökologisch gesehen einen femininen Fußabdruck haben. Nein, gerne nicht. Wir Ovolacto-Fruktarier hinterlassen nur dann einen Fußabdruck, wenn das die Erde auch will. Das sind jetzt alles Schlagworte. Was kommt ein Wähler wirklich über, wenn er die Grünen wählt? Mehr Lebensqualität und eine bessere Welt. Für das kämpfen wir bei diesen Wahlen. Wir sind gegen Wahlkampf. Wir wollen uns viel mehr einsetzen für einen nachhaltigen Wahlfrieden. Das hätte eine Frau auch nicht besser sagen können. Meine Herren, danke fürs Gespräch und guten Abend.